der Weltmeister, Stefan Gradl. Im Sportstudio. So, das Ganze ist ja jetzt eine Woche her. Wie groß ist die Freude noch? Ja, immer noch sehr groß, weil man wird dauernd damit konfrontiert. Jeder, der mich momentan antrifft, spricht mich darauf an. Und mit Weltmeister angesprochen zu werden, ist jetzt nicht unbedingt das Schlechteste. Aber kann er sich dran gewöhnen, glaube ich, oder? Ja, kann er sich dran gewöhnen. Wir haben auch den Empfang schon zu Hause gesehen. Da war auch richtig was los, ne? Da war ich selbst überrascht. Also das hat mich sehr berührt und sehr gefreut, weil ich nicht gedacht hatte, dass sie auf die Schnelle, ich hatte noch verschiedene Testfahrten in Valencia zu erledigen, hatte ich nicht gedacht, dass die, ja, die Heimatgemeinde, die ja nicht unbedingt die größte ist, Wie viele Einwohner hat es? Die Gemeinde hat um die 2000 Einwohner, aber mein direkter Ort Zahling hat um die, ich weiß gar nicht genau, 550 Einwohner oder so. Aber die haben da richtig was auf die Beine gestellt und haben mir da eine große Freude gemacht, mit am Flughafen abgeholt und ja, ganz Zahling, wie bei der Fußballweltmeisterschaft mit Deutschlandfahnen. Und das hat mich, ich war erstaunt, dass doch das bei uns so populär ist und dass ich da so, dass die alle Freude haben und mir das, mit mir das teilen. Also wir schließen uns da ausdrücklich an. Gratulation auch von uns an den Weltmeister. Und übrigens, zu Anfang gleich noch ein Wort von Weltmeister zu Weltmeister. Herzlichen Glückwunsch und gerade der Zweiradsport, glaube ich, ist in den letzten Jahren in Deutschland ein bisschen untergegangen. Und dass er jetzt da so stark die deutsche Fahne hochhält, glaube ich, verdient sehr viel Respekt. Ja, ich glaube, man sieht dem an, dass er Spaß bei der Sache hat. Und wenn er so weitermacht, dann, glaube ich, geht das auch weiter in die richtige Richtung. Also er ist ein netter Kerl, hat eine ganz nette Familie und ja, sind gute Menschen, deswegen hat er es auf jeden Fall verdient. Das Gleiche könnte ich über ihn auch sagen. Man fragt sich natürlich, woher kennt er Ihre Familie so gut? Ich weiß nicht. Wir haben Motorsport, kennt man sich. Wir haben uns früher, es ist jetzt schon eine längere Zeit her, haben wir uns öfter getroffen und gesehen. Aber ja, er treibt sich im Vierradsport rum und das haben sich ein bisschen die Wege getrennt. Aber man kennt sich. Wie sehr bedeutend war der Titel auch familienintern, dass Sie da also jetzt vor dem Vater sozusagen liegen? Das war gar nicht so wichtig. Nee. Es war nur wichtig, dass ich Spaß dabei habe. Natürlich ist es immer erfolgsorientiert, das ist logisch, weil sonst betreibt man den Sport nicht auf dem hohen Niveau. Dass ich jetzt Weltmeister bin und der Papa Vize, ist jetzt, glaube ich, kein Beinbruch für ihn. Er hat jetzt 21 Jahre damit sich die höchste Stelle bei uns in der Familie gehabt. Und ich glaube, die nächsten 30, 40 Jahre kommt damit gut klar, dass der Sohnemann schneller ist. Das glauben wir auch. Es ist gar nicht so einfach, Stefan Gradl. Es ist gar nicht so einfach, ganz unbefangen über Ihren großen Erfolg zu reden. Denn auch der Tag Ihres größten Erfolges, auch an diesem Tag, war ein anderes Thema allgegenwärtig. Michael Runke. Stefan Gradl überlässt im Moment seines größten sportlichen Triumphs die Bühne einem Toten und widmet seinen Titel dem verunglückten Italiener Marco Simoncelli. Wenige Tage zuvor fand unter großer Anteilnahme die Trauerfeier in Coriano nahe Rimini statt. Als ehemaliger Moto2-Weltmeister zählte Simoncelli zu Italiens Sportidolen. Marco hatte keine schlechten Seiten. Doch wenn perfekte Menschen zu perfekt sind, sollen sie wohl nicht lange bei den Gewöhnlichen bleiben. 20.000 Menschen und Millionen an Italiens Bildschirmen verfolgten den letzten Weg eines Motorradrennfahrers. Marco Simoncelli starb am 23. Oktober in Kuala Lumpur, als nach seinem Sturz Colin Edwards und Valentino Rossi nicht mehr ausweichen konnten.
Edwards Maschine traf Simoncelli mit voller Wucht im Halsbereich. Der Helm löste sich. Der Italiener erlag seinen Kopf-, Hals- und Brustverletzungen. Nach dem Japaner Shoya Tomizawa ist Marco Simoncelli innerhalb von 13 Monaten der zweite Rennfahrer im Motorradsport, der tödlich verunglückt. Eine Ehrenrunde mit Rennfahrern aller Klassen in Valencia und Feuerwerk am Ende für Marco Simoncelli. Es ist der Tag, an dem Weltmeister Stefan Bradl seinen Titel einem Toten widmet. Wie gegenwärtig ist der Tod von Marco Simoncelli immer noch für Sie, jetzt 3 Wochen, nachdem es passiert ist? Ich glaube, Zeit tut jedem gut. Das ist wie wenn ein Angehöriger stirbt bei einer Familie. Aber wenn man mit dem wieder konfrontiert wird, ist es natürlich ein schreckliches Gefühl. Und da ist alles andere auf einen Schlag unwichtig. Da merkt man erst mal, da weiß man und schätzt man erst, wie wichtig einfach nur es ist, wenn man vom Motorrad absteigt und gesund ist. Das ist das Allerwichtigste. Da zählt keine Statistik, keine Titel. Hauptsache, man kommt gesund darunter. Und das ist das Einzige, was zählt. Sie haben in der Woche danach auch gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich so damit klarkommen soll. Ich weiß auch nicht, wie ich das verarbeiten soll. Welchen Weg sind Sie da jetzt gegangen? Ja, das ist schwierig zu beschreiben. Man verdrängt es natürlich auch auf eine Weise. Auf der anderen wird man dauernd damit konfrontiert, weil man es einfach, weil es allgegenwärtig ist und das man nicht einfach ausblenden kann. Das Gute ist, dass man, wenn man das Visier runter macht, dann kann man an nichts anderes denken. Da hat man einfach nur den Asphalt vor sich und ist mit seinem Motorrad eine Einheit und da denkt man an nichts anderes. Das wollte ich gerade fragen. Wenn ein Sportler wie Sie ja gleich wieder aufs Motorrad steigen muss oder will, ja. Wie tief kann er sich da überhaupt mit den Fragen beschäftigen, die so ein Unfall auslöst? Absolut gar nicht. Also es ist so, dass man an nichts denkt, man denkt nicht an schöne Wetter oder an schöne Frauen oder an sonst was. Mhm. Wenn einem durch den Kopf gehen würde, das wäre wahrscheinlich der falsche Weg und man ist da einfach so konzentriert. Ich war mal krank, ich hatte leichten Husten und so weiter und das ist auf einen Schlag weg, weil man da voller Adrenalin ist und ja, das ist auch in dem Fall Gott sei Dank so gewesen. Klar ist ja auch, es bleibt ein Risiko. Wie sehr hilft es sich da auch, wenn Sie sich konkret mit bestimmten Innovationen beschäftigen, mit Fragen, die Ihr Leben wirklich im wahrsten Sinne ja sicherer machen auf dem Motorrad? Ja, das ist eine schwierige Sache. Ich glaube, der Unfall hat so sein müssen. Der Marco war ein relativ großer Mensch, der das versucht hat, dann natürlich mit allem, was ihm möglich war, noch abzufangen. Und hatte so sein müssen. Die unglücklichsten Umstände sind da zum Vorschein gekommen. Und was man jetzt da verbessern kann, ist jetzt schwierig zu beantworten, weil es einfach für mich klar war, auch wie ich den Unfall gesehen habe, das wird schlimmer sein. Es gibt ja bestimmte Maßnahmen, die ergriffen werden. Ihre Rennanzüge werden sicher gemacht, da sind Protektoren. Wir sehen jetzt auch Bilder von einer Art Airbag. Da gibt es eine ältere Version. Die sehen wir hier. Die ist so wie ein Rucksack auf dem Rennanzug angebracht und soll natürlich helfen beim Sturz, wahrscheinlich auch den Nacken zu schützen. Ja. Ne? Es gibt da auch ein neueres Modell, das sehen wir hier dann gleich, das folgt dann noch. Das ist in den Rennanzug integriert, ist Teil des Rennanzugs. Tragen Sie die auch? Das trage ich auch, genau. Ja. Das ist, wie man es hier sieht, ist integriert bei uns. Und deshalb ist es auch so, dass dann wir meistens rumlaufen wie so Michelin-Männchen. Aber Gott sei Dank ist es ja ein Sicherheitsfaktor und das war schon der richtige Weg in die richtige Richtung. Und ja, aber leider Gottes hat es bei Marco nichts geholfen. Wir haben auch Verantwortliche gefragt, nach den Fragen, welche Wege kann man denn einschlagen und was sagen Sie zu dem Risiko? Gesprochen haben wir mit Manel Arroyo, dem Mediendirektor der Dorma, das ist der WM-Veranstalter. Im Motorradsport ist das Entscheidende, dass es bei einem Unfall der Fahrer selbst ist, der aufprallt. Bei anderen Sportarten ist dies nicht so, etwa in der Formel 1, wo der Fahrer vom Auto geschützt wird. Beim Motorradfahren kann man dagegen nie wissen, wie der Fahrer fällt. Er kann gegen irgendein Objekt oder einen anderen Fahrer prallen. Die Fahrer müssen aber für ihren Sport beweglich sein, weshalb man sie nicht mit einer Kiste oder so drumherum schützen kann. Wir alle wissen, dass es im
Motorsport ein hohes Risiko gibt. Sogar auf unseren Akkreditierungen steht das immer ganz deutlich. Motorsport ist gefährlich. Das ist uns allen bewusst. Wenn man das so hört, und man muss ja sagen, so ein Unfall, wie Sie ihn jetzt auch gerade beschrieben haben, der kann sich wiederholen. Dann ist es schwer, es einen Weltmeister zu fragen, der diese Sportart liebt. Aber ist dieses Risiko in einem Sport überhaupt vertretbar? Ja, sonst würden wir ihn ja alle nicht lieben und nicht ausführen. Also ich glaube, es hat es früher gegeben. Und Motorsport can be dangerous, aber man sollte sich da jetzt nicht so darauf, es wird immer sicherer, es wird, wird alles getan, um Menschen und auch im Straßenverkehr wird da jeden Tag daran gearbeitet, die Sicherheit der Menschen zu erhöhen, und so ist es auch bei uns im Motorradbereich. Also wie ich schon gesagt habe, die unglücklichsten Umstände sind da zusammengekommen, und wir sind halt einfach geschützt nur durch den Lederkombi und den Helm und haben keine Fahrgastzelle um uns herum wie im Autosport. Auf der anderen Seite muss man sehen, unser Sport ist definitiv einfach spannender, und die Leute verfolgen das Ganze. Und das ist halt immer ein schwieriger Kompromiss, aber ich glaube, dass ich hoffe natürlich, dass das so schnell nicht mehr vorkommt. Das hoffen wir alle. Ich glaube, dem können wir uns alle anschließen. Das Thema bleibt natürlich gegenwärtig, aber wenn Sie hier sind, dann wollen wir natürlich auch Ihre sportliche Leistung würdigen. Wie ist das, wenn der andere da immer näher kommt? Ich glaube, der Anfangsvorsprung von 82 Punkten nach 6 Rennen, glaube ich, war viel zu hoch. Also das war überhaupt, ich glaube, Rekord. Hätten wir langsamer fahren können vorher. Das hat es noch nie gegeben, dass nach 6 Rennen so ein großer Punktevorsprung da war. Und ich glaube, das war einfach zu viel. Ich bin dauernd damit konfrontiert worden, ja, jetzt bin ich ja schon fast Weltmeister nach 6 Rennen von 17. Und dann ging es los, dann hat Marquez seine Siegesserie gestartet, und dann fährt natürlich immer im Hinterkopf der Punktevorsprung mit, und man denkt, naja, Zweiter ist auch gut, es sind nur 5 Punkte Verlust. Und ja, dann will man auch nicht immer absolutes Risiko gehen, und am Schluss ist es ja dann ziemlich spannend geworden und knapp. Aber es hat gereicht. Gott sei Dank. Es hat gereicht, ja, für ihn, das muss man ja sagen. Jetzt zur Zukunft. Es ist ja gesagt worden, Michael Runke hat schon das verkündet, was auch in vielen Zeitungen steht. Man weiß, Sie haben Testfahrten erfolgreich gemacht in der höheren, in der Königsklasse. Und dann heißt es, ja, der Bradl wechselt in die MotoGP. Ist das denn schon in trockenen Tüchern? Nein, die Tinte oder sagen wir mal, die Schrift ist noch nicht getrocknet. Die nächsten 2-3 Tagen wird der Vertrag kommen und werden wir unterzeichnen. Beim MotoGP-Team von Lucio Cecchinello, ist ein italienisches Team. Und ja, also die Tinte ist noch nicht trocken, aber sie wird trocken. Also mündlich ist vereinbart, alles klar. Genau. Ja. Und ja, wer weiß, was noch passiert in den nächsten 2-3 Tagen. Aber ich glaube und ich persönlich habe ein gutes Gefühl, und das klappt schon. Das ist ja Ihr Traum gewesen. Andererseits, wie schwer fällt es, vom alten Rennstall wegzugehen? Den hatten Sie ja eigentlich schon mündlich Ihr Wort gegeben. Ne? Fällt mir schwer, ganz klar. Aber es hat sich jetzt in den letzten 1-2 Wochen noch mal eine Möglichkeit ergeben. Und ja, ich muss es einfach ergreifen. Es ist mein größter Traum, in die MotoGP gegen Valentino Rossi auch zu starten. Und jetzt habe ich die Möglichkeit und jetzt nutze ich sie auch. Eins ist klar, ein Weltmeistertitel sorgt für Respekt. Und das auch bei einem, der das schon 7-mal geschafft hat. Das ist eine super Leistung. Also die Jungs, da kann man nur mit Hochachtung hinschauen, was die darstellen und da bieten, weil das ist Präzision pur und von der Sensibilität und vom Fahrkönnen. Ich weiß das ein bisschen einzuschätzen, ist das einfach gigantisch, und ich möchte dem Stefan da auch ganz herzlich gratulieren. Sie haben schon gesagt, seit langem wieder ein deutscher Weltmeister, und das in anständiger Manier. Ich hoffe, dass er die Möglichkeit bekommt, auf einem guten Motorrad seine Karriere fortzusetzen, um eben auch sein Talent und Können unter Beweis zu stellen. Nicht schlecht, oder? Ist dem noch was zu hinzuzufügen? Nein. Also ich habe gefragt, ist dem noch was hinzuzufügen? Ich glaube nicht. Also wenn der Michael Schumacher das sagt, dann hat es schon seinen Sinn. Und ich glaube, er spricht aus Erfahrung. Das stimmt. Übrigens, Vater wird 50 nächste Woche. Mhm. Ja, schon Geschenk gekauft?
Ich habe was für ihn, ja. Also, die gute Familie, wie Sebastian. Das ist nichts Großes. Muss ja auch nicht. Ich habe keine Zeit gehabt. Das muss ja auch nicht. Die Geste zählt. Genau. Vielen Dank und alles Gute in jeder Hinsicht. Den Weltmeister.